Hallo Lisen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hatte ja jetzt im letzten Video gesagt, dass ich einen Vlog für euch drehe, einfach um euch mal auf dem Laufenden zu halten und ein bisschen was Persönlicheres zu erzählen, was bei mir gerade so abgeht und so weiter. Einfach um auch erstmal wieder ins Video machen reinzukommen, weil ich jetzt schon seit anderthalb Monaten bestimmt schon wieder keins mehr gemacht habe. Und man kommt wirklich schneller raus, als man so denkt. Deswegen, ja, als kleiner Einstieg. Und ich sage erstmal herzlich willkommen an alle neuen Abonnenten und Zuschauer. Es sind mittlerweile wirklich über 10.000 und das ist so total, wow, voll toll. Also es freut mich wirklich sehr, dass der Kanal noch weiter wächst und ja, dass ihr mir immer noch zuschaut. Ja, was ist bei mir gerade so los? Also, ich mache gerade ein paar Dinge parallel, deswegen habe ich gerade nicht so viel Zeit für YouTube und auch nicht so Lust oder Nerv, wobei ich manchmal schon echt voll Bock habe, ein Video zu drehen und dann denke ich mir wieder, oh nee, passt irgendwie gerade nicht. Luna? Psst. Aua. Luna hat wieder Fehlzündungen. Luni aus! Ja, im Moment habe ich gerade noch eine Mandelentzündung, die jetzt aber schon wieder fast weg ist. Seit letzter Woche habe ich die zweite dieses Jahr, die hat mich schon wieder ausgenockt, was mich auch ein bisschen nervt. Ich bin halt seit letztem Jahr nur so unterwegs und tingle so von Arzt zu Arzt, um all meine Wehwehchen irgendwie abzuklären. Ich hatte im Januar einen eingeklemmten Nerv im Rücken, da bin ich so halb ohnmächtig geworden auf Arbeit, da wurde mir dann schwindelig und ich musste mich auf den Boden legen. Meine Schwester hat mich dann abgeholt und dann bin ich halt zum Arzt gegangen, erst zu einem, der noch offen hatte, dann zu meinem Hausarzt, dann zum Orthopäden und dann habe ich Physiotherapie bekommen und habe mir Osteopathie verschreiben lassen und mache jetzt auch Reha-Sport und so, weil halt mein Rücken schon immer ein ziemlich großes Problem ist. Ich habe ständig Rückenschmerzen und einen verspannten Nacken, Kopfschmerzen, was aber möglicherweise auch von den Weisheitszähnen kommt, weswegen ich jetzt eigentlich wir haben heute Freitag und ich hätte eigentlich Mittwoch meine Weisheitszahn-OP gehabt. Alle vier sollten raus, die musste ich jetzt aber verschieben durch diese blöde Mandelentzündung, weil das halt so riskant ist, weil sonst halt die Bakterien in die offenen Wunden kommen können und dann heilt es nicht gut und so weiter. Und ja, mein nächster Termin ist erst am 8.5., was mich selbst ein bisschen ankotzt, weil ich das endlich hinter mich bringen wollte. Weil je länger man das rauszögert, desto größer wird die Angst davor und ja, man schiebt es dann so vor sich her. Deswegen war ich eigentlich froh, dass das jetzt endlich abgefrühstückt ist. Aber naja, sollte nicht sein. Wer weiß, wofür es gut war. Deswegen, ja, gibt es jetzt einen neuen Termin. Ja, ansonsten, ja, war ich halt bei sehr vielen Ärzten, ich war viel krank. Wie gesagt, die zweite Mandelentzündung jetzt schon. Die erste hatte ich so Ende Dezember, Anfang Januar. Die war ungefähr dreimal so schlimm wie die hier. Also deswegen habe ich bei der jetzt auch kein Antibiotika genommen. Also mir hat das zwar der Arzt verschrieben, aber ich dachte mir, ne, ich belaste meinen Körper nicht unnötig mit Antibiotika, weil so schlimm war es dann. Also es war nicht so schlimm wie beim letzten Mal, als ich das letzte Mal hatte. Da war wirklich alles vereitert, da war alles komplett rot. Ich konnte kaum noch schlucken und selbst die habe ich innerhalb von 2 Wochen ohne Antibiotika irgendwie wegbekommen. Halt, ich gurgel dann so mit Neocinosol, das hat mir mein Freund gegeben, das habe ich mir jetzt auch mal bestellt. Und das Zeug hilft wirklich super gut. Neben Propolis, Pastillen und Lutschpropolis-Bonbons und so weiter. Hey! Und trinke halt viel Salbeitee mit Honig und da kriegt man das eigentlich schon ganz gut in den Griff, sage ich mal. Genau, dann war ich beim Kardiologen, weil ich so Extrasystolen habe, nennt sich das. Das heißt immer so, ja, extra Herzschläge oder das macht halt mal so Spirenzchen und das merke ich halt immer ganz stark. Zum Beispiel, als ich in Rügen gearbeitet habe, war das teilweise manchmal echt extrem, dass ich dann so wahnsinniges Herzrasen hatte und sowas und ich das Gefühl hatte, das Herz schlägt mir bis zum Hals. Das wurde jetzt aber abgeklärt, das Herz wurde geröntgt, das ist alles okay und die Extrasystolen sind auch an sich nichts Schlimmes. Das ist quasi so ein bisschen wie eine Fehlzündung vom Herz, also das kommt manchmal eben so ein bisschen aus dem Rhythmus. Das kann zum Beispiel auch mit Stress zusammenhängen und sowieso auch mit innerer Unruhe, was ich ja immer viel habe. Und ja, dadurch kommt das. Mir wurde so eine Art Elektrolytlösung verschrieben. Was heißt verschrieben? Die muss man sich selber kaufen, die kann ich nehmen. Aber ansonsten ist das mal nichts Schlimmes dabei rausgekommen. Deswegen bin ich da schon beruhigt und weiß, dass ich mir da keine Sorgen machen muss und kriege das dann sicher jetzt auch selber in den Griff, was weiß ich, durch Meditation, was ich ja sowieso mache und so weiter. Und ja. Ja, beim Reha-Sport bin ich, wie gesagt, noch, da gehe ich heute wieder hin. Letzte Woche musste ich ausfallen lassen wegen der Mandelentzündung. Heute fühle ich mich aber relativ fit, so dass ich da wieder mitmachen kann. Ja, da machen wir eigentlich so alles, weil das ist eine gemischte Gruppe. Es sind viele ältere Leute, die es halt auch so mit den Knien haben und Hüfte und sonst was. Und aber ich muss sagen, das ist schon teilweise sehr anstrengend. Also man trainiert da so die Tiefenmuskulatur. Und man denkt es erst gar nicht, dass das so krass ist, aber ey, das, boah, ich hatte dann die nächsten Tage so Muskelkater, ne? Wir haben da teilweise so einen weichen Ball, den man so ein bisschen knietschen kann und dann stützt du dich darauf ab und musst aber dann irgendwelche Übungen machen, ey, und
Das ist so krass, dass man überhaupt, oder ich habe überhaupt gar kein Gleichgewichtsgefühl, ne? Also ich rolle da immer hin und her, kann mich da überhaupt nicht halten, weil ich mit dem ganzen Ball wegrolle. Und die Kunst ist halt wirklich, den kompletten Körper anzuspannen, dass man halt Körperspannung drin hat. Und das kriege ich meistens gar nicht hin, ey. Deswegen kullere ich da immer hin und her. Oder wir haben da auch diese Stäbe, wo man dann so Schüttelübungen und sowas macht. Und ja, es ist schon teilweise wirklich anstrengend. Und da habe ich schon ganz gut Muskelkater immer. Ja, genau, Zahn-OP und so weiter. Ja, das waren eigentlich jetzt so alles die Arzttermine, die ich jetzt so abgefrühstückt habe. Ich habe noch zwei Osteopathietermine, da bin ich eigentlich recht positiv überrascht. Was heißt positiv überrascht? Ich glaube ja sowieso eher so an Naturheilverfahren und sowas. Und Osteopathie betrachtet ja im Grunde den kompletten Menschen und seinen Bewegungsapparat. Und ja, die gibt mir da viele hilfreiche Tipps und merkt auch immer gleich, wo irgendwas verklemmt und verknotet ist. Eigentlich bräuchte ich da viel mehr Termine dafür. Allerdings übernimmt meine Krankenkasse halt nur anteilig 4 Sitzungen. Und dann müsste ich halt den Rest immer selber bezahlen, was halt ziemlich teuer ist. Ja, deswegen muss es erstmal dann bei den 4 bleiben. Und ich muss halt selber dann Rückenübungen, oder mache ich auch so Rückenübungen und so eine Geschichten machen. Ja, ansonsten was Sport angeht, mache ich im Grunde zurzeit nicht so viel, was mich selber so ein bisschen annervt, aber oh, ich weiß nicht, ich komme nicht so richtig in die Puschen. Ich hatte mich ja bei McFit abgemeldet, da war ich ja in Berlin immer und hier ist mir das einfach zu weit, weil ich keine Lust habe und mich kenne, dass ich nicht ständig in die Stadt fahren würde. Ich wohne halt ein bisschen außerhalb und ich habe keine Lust, da jedes Mal in die Stadt reinzufahren. Deswegen hatte ich mich da abgemeldet und jetzt in dem Fitnessstudio, in dem ich den Reha-Sport mache, das ist wirklich toll und das ist klein und hat eine super Betreuung und einfach top, aber es ist halt sehr teuer. Da würde ich so 50 Euro im Monat zahlen als Student. Dann als nicht mehr Student wäre es halt noch teurer. Und das ist schon, das Gute ist, die buchen halt alle 2 Wochen ab. Das heißt, man hat immer wieder neues Geld wahrscheinlich, wenn der Lohn wieder drauf ist. Aber 50 Euro im Monat ist trotzdem ganz schön happig, weil ich schon so extrem viele Ausgaben habe. Und deswegen, ja, scheue ich mich dann noch ein bisschen davor, mich wirklich auch anzumelden. Ich habe jetzt mal mir das Pure Life, heißt es, glaube ich, angeguckt. Davon spricht Cossi immer ganz viel. Also Andrea Kossmann, Cossis Welt, kennt ihr sicherlich, eine tolle Booktuberin. Also als Booktuberin hat sie angefangen, aber sie macht so alles. Mittlerweile ganz viel Fitness und Ernährung und so. Sie ist so ein übelster Sportfreak geworden, auch auf Instagram. Postet sie immer ihre ganzen Sportsachen und so. Jedenfalls ist die auch bei Pure Life. Das ist wie so eine Art Online-Fitnessstudio. Da gibt es eine kostenlose Mitgliedschaft, mit in der man halt auf alle Online-Videos zugreifen kann. Und dann gibt es halt so Premium und Gold. Da kriegt man dann so Wochentrainingspläne, Ernährungspläne und sowas. Es gibt auch immer so Live-Videos, also wo man direkt live dann mit den Coaches und Trainern mitmachen kann. Und da habe ich mich jetzt einfach mal für 7 Tage Probemitgliedschaft Gold registriert. Und ja, mal gucken. Ich bin aber auch so ein Typ, ey, ich kann mich zu Hause meist echt nicht aufraffen. Das ist echt besser, wenn man so weiß, okay, ich muss heute dort und dort hin. Ich habe heute dort und dort den Kurs, zu dem ich hin muss, weil es halt ein fester Termin ist. Und zu Hause fällt es mir extrem schwer, mich aufzuraffen. Zumal das immer so schwierig ist. Mein Zimmer, hier ist kein Platz. Also ich kann eigentlich auch mal hier eine Roomtour machen. Also in meinem Zimmer ist wirklich definitiv kein Platz, um irgendwas zu machen. Der einzige Platz ist unten im Vorraum oder in der Stube. Aber da wuselt halt immer jemand rum. Meine Mutti ist immer zu Hause. Dann der Kater und der Hund, ne? Da wuselt ja ständig einer zwischen den Beinen rum. Und oh, das nervt mich irgendwie auch. Und ich habe auch keine Lust, dass mir da irgendwie jemand zuguckt, selbst wenn es meine Mutti ist. Also das mag ich irgendwie nicht so sehr. Deswegen ist das echt immer so ätzend, sich zu Hause dann zum Sport aufzuraffen. Ich hätte auch gern wirklich so einen Raum hier, wo ich mir auch so ein geiles Trampolin hinstellen kann und dann den ganzen Sportkram, wo man dann auch wirklich reingeht und sagt, okay, jetzt mal Sport. Aber dann hier so zwischen Tür und Angel vom Ofen in der Stube ist irgendwie auch echt ungünstig. Naja, ich muss aber auf jeden Fall wieder Sport machen, weil ich merke, dass ich schon wieder extrem eingerostet bin. Meine Kondition ist schon wieder mega im Keller und ich fühle mich auch körperlich nicht mehr so gut wie zu der Zeit in Berlin, wo ich wirklich 2-mal die Woche bei McFit war und was für mich und meinen Körper getan habe. Dann habe ich ja seit Oktober letzten Jahres, also seitdem ich quasi von Rügen wieder da bin, einen Teilzeitjob, also Werkstudentenjob bei einem Online-Erotikhandel hier in Leipzig. Da mache ich quasi Text, also Produkttext, Texte, halt Website-Texte, Newsletter und so weiter. Und versuche mich gerade in der Zeit, die daneben jetzt noch bleibt, selbstständig zu machen. Also als freier Texter sozusagen, beziehungsweise arbeite ich schon selbstständig. Ich hatte jetzt schon ein paar Aufträge, die auch wirklich cool waren und wo die Kunden auch zufrieden waren. Und das möchte ich halt ausbauen, weil ich eben ja den Traum und das Ziel habe, irgendwann komplett selbstständig zu arbeiten und auch davon zu leben. Weil ich halt immer wieder merke, also je mehr so Bürojobs ich habe, gut und schön, es macht auch Spaß. Aber ich merke halt immer wieder, dass ich einfach nicht der Typ bin, um irgendwo angestellt zu sein. Also ich
komme damit nicht so klar, mich an irgendwelche Vorschriften halten zu müssen, irgendwie daran halten zu müssen, wo, wann und wie ich Pause mache, wo, wann und wie ich zu arbeiten habe. Gerade bei irgendwie kreativen Jobs, da kann man eben nicht einfach mal so mit dem Finger schnippen und sagen, hey, jetzt bin ich kreativ. Und das fällt mir halt irgendwie unglaublich schwer und ich arbeite halt irgendwie echt lieber für mich alleine zu Hause und mache da mein Ding. Und ja, deswegen ist das so das, was ich verfolgen will. Ich setze euch gerne mal den Link meiner Website in die Infobox, da könnt ihr euch das mal angucken. Da habe ich auch ein Portfolio mit drauf und so weiter, falls euch das interessiert. Also wirklich so Richtung Werbetext ist eben so meins. Und ich habe eigentlich auch als Ziel, nochmal irgendwann nach Hamburg an die Texterschmiede zu gehen und dann nochmal richtig eine Ausbildung als Werbetexter zu machen. Ich habe ja für alle, die es nicht wissen, Medienmanagement studiert, als Bachelor sozusagen, und mache gerade noch meinen Master für Information and Communication Science. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema, denn ich schiebe das jetzt schon 100 Jahre vor mir her. Also ich glaube, alle meine Kommilitonen sind schon längst fertig und haben ihre Masterarbeit geschrieben, nur ich noch nicht. Deswegen sitze ich auch gerade dran und mache meine restlichen Belege, damit ich auch endlich jetzt mal den Masterabschluss in Angriff nehmen kann. Das ist wirklich so. Es klingt ein bisschen kontrovers, ne, dass ich gerne texte und schreibe und dann aber sowas wie die Masterarbeit so vor mir herschiebe. Aber das ist halt was ganz anderes. Das ist halt wissenschaftliches Arbeiten und das ist überhaupt nicht meins. Ich hasse das wie die Pest, wirklich da irgendwas aus Büchern zusammenzuschreiben. Und oh, das geht mir so auf den Zeiger. Das macht mich wahnsinnig. Deswegen komme ich da überhaupt nicht aus dem Knick, weil wenn ich auf irgendwas überhaupt gar keine Lust habe, da fällt es mir so schwer, mich dafür zu motivieren. Gerade wenn halt nebenher noch so viele andere Sachen laufen, die ich tausendmal lieber machen würde. Deswegen schiebe ich jetzt halt auch den Masterabschluss schon so ewig vor mir her. Aber ich habe mir wirklich vorgenommen, das jetzt im Groben bis Ende 2017 stehen zu haben, dass ich dann im Sommer 2018 meine Masterarbeit abgeben kann. Und ich hoffe, dieser Plan gelingt, damit ich dann auch endlich meinen Masterabschluss mal in der Tasche habe. Ja, und ich hoffe vor allen Dingen, dass ich alles drei so parallel auf die Reihe kriege. Dann habe ich natürlich noch Luna hier, die auch ziemlich viel Arbeit macht, weil sie ein echter Wildfang ist. Und ja, das Problem ist, dass sie halt, ja, nicht so gut sozialisiert wurde, prinzipiell eigentlich gar nicht, als sie noch in Berlin war bei meiner Mitbewohnerin. Sie war nicht in der Welpenschule, nicht in der Hundeschule, es wurde nicht mit ihr geübt, sie sind nicht rausgegangen mit ihr. Deswegen ist sie einfach zu einem extrem schreckhaften, skeptischen Hund geworden, der halt alles und jeden immer anbellt. Und das ist halt unglaublich schwierig, das wieder rauszukriegen. Es erfordert unglaublich viel Geduld und Spucke, vor allen Dingen, wenn man mit positiver Konditionierung arbeiten will und nicht mit diesen Haut-drauf-Methoden wie mit Rütteldosen anschmeißen, mit Wasser bespritzen oder Schlimmerem. Also für sowas bin ich wirklich überhaupt nicht zu haben. Das ist für mich einfach nur psychischer Druck, den man da auf dem Hund ausübt, weil es einfach nur das Gegenteil bewirkt und am Ende das Vertrauen in dich selber, also das Vertrauen zwischen Hund und Halter sehr strapaziert. Und ja, das ist einfach nicht meine Methode. Ich arbeite halt mit positiver Konditionierung. Das heißt, ich klickere, ich belohne, ich mache zeigen und benennen. Das heißt, sie bellt immer fremde Menschen an und ich mache es halt immer so, dass ich, wenn ich irgendwo auf Abstand schon einen Mensch sehe, benenne ich ihn, sage, Luna, wo ist der Mensch? Und dann guckt sie halt und wenn sie guckt und ruhig ist, gibt es einen Klick und ich belohne sie. Dann arbeite ich viel mit Ausweichen. Also wenn ich merke, dass sie in einer Situation dann schon angespannt wird, weil sie an Menschen vorbei muss oder sonst was, kehre ich um und gehe dieser Situation aus dem Weg, um sie halt nicht unnötig psychisch zu belasten. Oder ich mache halt sowas mit Schleppleine hin und her laufen, also immer wenn sie wieder vorläuft und zieht, gehe ich wieder in die andere Richtung, damit sie mir hinterherläuft und sich auf mich konzentriert, weil sie ist halt auch gerade an der Leine immer nur mit anderen Sachen beschäftigt und nicht mit mir als ihr Rudelführer sozusagen. Ja, das sind halt so Sachen, die ich halt mit ihr mache, aber es ist halt natürlich ein sehr, sehr langer Weg und das wird bestimmt auch noch mindestens 1,5 Jahre dauern, bis dieser Hund wirklich, sage ich mal, gesellschaftstauglich ist, sodass man sie auch irgendwo mit hinnehmen kann, ohne dass sie da unglaublichen Rabatz macht. Sie macht immer kleine Fortschritte, also manchmal bellt sie gar nicht, manchmal hat sie aber auch einen schlechten Tag und bellt wirklich alles und jeden an und sieht überall irgendwelche Schatten und Hirngespinste, was echt anstrengend ist, gerade im Dunkeln, weil in Berlin ist halt niemand mit ihrem Dunkeln rausgegangen, ne? Dadurch war sie das am Anfang gar nicht gewöhnt, da musste ich sie nahezu hinter mir herschleifen, um überhaupt abends nochmal irgendwie eine Runde zu gehen. Das hat sie überhaupt nicht gemacht. Sie ist auch ein extremer Schönwetterhund, bei Regen will sie gar nicht raus. Da geht sie ganz schnell pullern und ist die Erste, die wieder oben an der Tür steht. Und auch Wind kann sie überhaupt nicht leiden. Ich weiß nicht, ob das an ihren Schlapperohren liegt, aber wenn Wind ist, da fliegen die halt immer so hin und her und dann sieht sie da wirklich überall Gespenster. Sie dreht sich nur um, ist total nervös. Wenn eine Tüte irgendwo am Zaun hängt und raschelt, rastet sie total aus und bellt die an und stellt ihren Nackenkamm sozusagen auf. Und ja, also es ist wirklich anstrengend. Es ist im Grunde schon so ein bisschen ein Problemhund, den ich mir da angeschafft habe.
Aber ich bin eigentlich guter Dinge, dass wir das irgendwann in den Griff kriegen mit viel Geduld und ja, viel Liebe und Vertrauen und dass das irgendwann klappt. Und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass sie bei mir ist und dass ich sie an meiner Seite habe. Und ich kann mir das schon gar nicht mehr vorstellen, wie es ohne sie ist. Wenn ich bei meinem Freund bin, so 2-3 Tage ohne sie, da bin ich am Anfang auch immer so ein bisschen, oh schön, endlich mal ausschlafen und niemand, der nervt. Aber so nach 2 Tagen merke ich immer schon, oh, irgendwie fehlt mir Luna. Weil sie schläft auch abends immer mit in meinem Bett. Und dann denke ich mir immer so, oh, wo ist mein Hund? Irgendwie fehlt hier was. Ah. Und dann freue ich mich auch mal mega, wenn ich nach Hause komme, weil sie sich natürlich auch wahnsinnig freut und halb umbringt vor Freude. Und das ist halt einfach schön, wenn da jemand da ist, der einen so sehnsüchtig erwartet. Und das hilft mir natürlich auch immer dann, über so diesen Blues und die Traurigkeit hinwegzukommen, wenn ich halt wieder weg muss und ich meinen Freund wieder längere Zeit nicht sehe. Dann habe ich halt Luna, die mich dann tröstet und mit der ich mich beschäftigen kann. Und ich glaube, deshalb wurde sie mir auch irgendwie so ein bisschen geschickt, damit ich einfach trotzdem jemanden habe. Ja, also ja, wir führen halt eine Fernbeziehung, ich und mein Freund. Das ist jetzt nicht so weit entfernt, Dresden-Leipzig, aber wir sehen uns halt auch nicht ständig, ne? Also wir haben uns jetzt, er kommt heute oder morgen, ich freue mich übelst, aber wir haben uns jetzt auch schon wieder, ich glaube, 6 Wochen nicht gesehen. Die Zeit ist zwar wahnsinnig schnell vergangen, aber es ist halt trotzdem schon wieder ein langer Zeitraum, ne? Und das Vermissen bleibt halt nicht aus und deswegen, ja, glaube ich, dass irgendwie Luna mir so vom Universum geschickt wurde. Ich habe ja auch als Welpe, ich habe sofort gewusst, dieser Hund gehört zu mir. Ich weiß das. Ich weiß, dass der nicht zu der anderen Familie, also nicht zu meiner Mitbewohnerin gehört. Ich weiß, dass dieser Hund zu mir gehört, weil dieser Hund mich ausgesucht hat. Er kam sofort zu mir, hat sich sofort unter meinem Arm verkrochen und klebte mir an der Backe. Und von diesem Moment an wusste ich das eigentlich schon. Auch als ich in Berlin ausgezogen bin, hatte ich irgendwie das Gefühl, ich war so traurig und habe geheult, dass ich Luna dort lassen musste, aber hatte trotzdem irgendwie das Gefühl, dass das nicht das Ende ist. Und genauso ist es ja dann glücklicherweise auch gekommen. Ja, das waren eigentlich auch so die aktuellen Sachen. Was ihr vielleicht gemerkt habt, dass keine Brand News und Degusta-Box Videos mehr kommen. Brand News habe ich komplett deabonniert. Ich war da im Blogger-Club und habe gesagt, nee, ich will nicht mehr, weil ich habe einfach keine Lust mehr, euch immer nur, wenn ich wirklich mal Zeit habe für ein Video, euch dann ständig nur mit einem Boxen-Video voll zu spammen. Ich will dann wirklich die Zeit, die ich mir für ein Video irgendwie freischaufeln kann, für irgendwas nutzen, das euch gefällt, das euch was bringt. Und die Boxen-Videos sind halt so unnachhaltig, wenn ihr wisst, was ich meine. Also man kann daraus nicht so richtig einen Nutzen ziehen. Es ist halt so ein bisschen Entertainment, da jemand zuzugucken, so eine Box, wie jemand so eine Box auspackt, aber es bringt halt niemanden so richtig was. Und deswegen habe ich da eigentlich auch nicht mehr so Lust drauf. Also mir wird noch die Trend Raider Box zugeschickt, die werde ich sicherlich auch weiter vorstellen. Aber ansonsten habe ich eigentlich keine Box mehr, außer meine My Little Box, die meine Schwester und ich kriegen, aber die kaufen wir ja selber. Das heißt, ich habe da nicht den Zwang, dass ich sie vorstellen muss. Die stelle ich wirklich nur vor, wenn ich sie unglaublich toll finde. Und die letzten Boxen haben mich jetzt nicht so wahnsinnig überzeugt, muss ich sagen. Also wenn die nächsten beiden auch wieder so lasch sind, werde ich die auch wieder deabonnieren. Und ja, genau, also Boxen sind bei mir nicht mehr so hoch im Kurs, weil ich halt weiß, dass ihr das auch nicht mehr so krass sehen wollt und dass euch das nicht mehr so krass interessiert. Ja, dann würde ich gerne dieses Video auf jeden Fall nutzen für ein FAQ. Also wenn ihr Fragen habt an mich, die ihr mir schon immer mal fragen wollt, dann schreibt mir das alles in die Kommentare. Ich sammle auch noch Fragen auf Facebook und auf Instagram und dann mache ich ein extra für euch ein FAQ, also Fragen- und Antwort-Video. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf eure Fragen und was ihr gerne von mir wissen möchtet. Und ja, das war es eigentlich auch schon zu dem Vlog. Ich glaube, ich habe alles so gesagt und erwähnt, was bei mir gerade so Phase ist. Und mir fällt jetzt eigentlich auch gar nicht so viel mehr ein, muss ich sagen. Doch, warte, was habe ich noch? Ich habe mir gestern, den neuen Fernseher gekauft. Wuhu. Ja, ich habe gerade erst gefühlt das Paket rezensiert und schon wieder gibt es einen neuen Fitzek, nämlich 8 Nacht. Wow, und ich bin so gespannt. Ich gehe nachher in die Wanne und dann lese ich. Und ist eine sehr coole Geschichte, falls ihr The Purge kennt. Das ist so eine Filmreihe. Und daran ist das angelehnt, hat Fitzek auch geschrieben, dass er den Film mit seiner Frau geguckt hatte im Kino und sich dann weitere Gedanken zu der Thematik gemacht hat. Und daraus ist dann eben 8 Nacht entstanden. Ich kann euch ja mal kurz hier den Buchrücken vorlesen, falls ihr noch nichts von diesem Thriller gehört habt. Es ist der 8.8.8.8. Sie haben 80 Millionen Feinde. Werden Sie die 8 Nacht überleben? Ja gut, das sagt jetzt nicht so viel, aber hier steht noch was. Stellen Sie sich vor, es gäbe eine Todeslotterie. Sie könnten den Namen eines verhassten Menschen in einen Lostopf werfen. In der 8 Nacht, am 8.8. jedes Jahres, würde aus allen Vorschlägen ein Name gezogen. Der Auserwählte wäre eine 8 Nacht lang vogelfrei, geächtet. Jeder in Deutschland dürfte ihn straffrei töten und würde mit einem Kopfgeld von 10 Millionen Euro belohnt.
Das ist kein Gedankenspiel, sondern bitterer Ernst. Es ist ein massenpsychologisches Experiment, das aus dem Ruder lief. Und ihr Name wurde gezogen. Boah, krieg ich gleich voll die Gänsehaut. Schon als ich das gelesen habe, vor ein paar Monaten, diese Story, als Fitzek das gepostet hat, dachte ich mir, boah, das ist so eine geile Geschichte, ey. Ich war gleich echt hin und weg von diesem Plot, weil ich das so unglaublich spannend finde. Es war schon bei Noah so, das war ja auch so was Aktuelles, ne? Und das ist halt auch so eine aktuelle Thematik, bei der ich mir vorstellen könnte, dass die Menschen da wirklich so ausrasten würden, dass die einfach wahllosen Menschen umbringen würden, nur weil die Geld dafür bekommen würden. Und das ist einfach so krass. Das erinnert mich auch an dieses Experiment, ich kenne gerade den Namen nicht, aber dieses Stromexperiment, wo halt in so einer gefakten Quizshow eben ein Kandidat Stromschlägen ausgesetzt wurde, wo andere Kandidaten denjenigen ja mit Strom bestrafen konnten sozusagen, um dafür halt Geld zu erhalten. Und die Leute haben das tatsächlich gemacht. Die haben dann einem wildfremden Menschen, der ihnen nichts getan hat, Stromschläge gegeben und immer mehr hochgeregelt, so dass die sogar schon tödlich hätten sein können. Und das finde ich einfach so wahnsinnig krass. Deswegen kann ich mir auch bei diesem Plot echt vorstellen, dass das irgendwie bei uns auch funktionieren würde. Also, dass die Menschen das wirklich machen würden. Und gerade in der heutigen Zeit, wo sich alle gegenseitig zerfleischen, ob das jetzt aufgrund von Religion ist, ob das aufgrund von Vegetarier, Veganer oder Fleischfresser Systematik ist, sag ich mal. Aber es gibt halt so viele Sachen, wo sich die Menschen gegenseitig an die Gurgel gehen, wenn man sich mal so Facebook-Kommentare durchliest und so, wie sich die Leute angehen, die sich nicht mal kennen und so. Und das finde ich so Wahnsinn. Deswegen glaube ich, dass sowas tatsächlich auch möglich wäre. Und The Walking Dead bestärkt mich immer so ein bisschen darin. Also wenn man da so sieht, was wirklich aus den Menschen geworden ist, die mal in einer Zivilisation gelebt haben. Und ja, ich finde das Thema einfach unglaublich spannend und ich glaube, ich werde dieses Buch wahrscheinlich wieder in ein, zwei Tagen durchgelesen haben und ihr findet dann auf jeden Fall auch die Rezension hier auf meinem Kanal. Und ja, das war es einfach erstmal noch dazu, weil ich das Buch, muss ich euch unbedingt zeigen, ich finde doch das Cover sehr, sehr gelungen wieder. Schade, dass es nur broschiert ist, ich hätte gern Hardcover, weil ich ja eher so eine Hardcover-Verfechterin bin. Aber naja. Ja, das war's zu diesem Vlog. Wie gesagt, schreibt mir gerne alle eure Fragen in die Infobox. Nee, nicht in die Infobox, da kommt ihr gar nicht ran. Sondern in die Kommentare und ich beantworte sie euch dann in einem Fragen- und Antwort-Video. Ich hoffe, euch hat das Video, der Vlog ein bisschen gefallen und wir sehen uns dann auch im nächsten wieder. Bis dann!